Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Reingeschaut. Wir spielen heute mal Kingdom Rush. Und ich habe wie immer keine Ahnung, was das für ein Spiel ist. Aber das hält uns nicht davon ab, dieses Spiel zu spielen. Ironhide Game Studio. Kingdom Rush. Okay, Start. Premium wollen wir nicht werden. Wir machen einfach ein New Game. Okay, wir starten hier. To Battle. Oh, und schon wieder ein Tower Defense Spiel, so wie es aussieht. Es gibt es. Okay. Build hier. Ja, ich wollte hier. Angriff. Und hier Angriff und hier ein Magierturm. Ich glaube, das habe ich schon mal gespielt, oder? Habe ich das schon mal gespielt? Oder war es so ein ähnliches Spiel? Jetzt bin ich echt verwirrt. Komm her, die Wave. Ne, das habe ich noch nicht gespielt, aber die Tower Defense Spiele sind ja alle ähnlich. Naja, also gut. Letzte Woche, letztes Mal ein Tower Defense Spiel, jetzt wieder ein Tower Defense Spiel. So kann es halt kommen. Ne, das habe ich noch nicht gespielt. Komm, nächste Welle hier. Komm. Ah, New Enemies, Goblins, egal. Los, weiter. Wo steht mein gewonnenes Gold? Da oben. 48 und 20 Leben habe ich noch. Gut. Damit kommen wir klar. So ein Bombending würde ich gerne bauen. Aber es kostet ganz schön viel. Ja, wir warten auf die Enemies, die da kommen. Kann man updaten? Ne, man kann es nur irgendwie schließen und verkaufen, okay. Komm direkt die nächste hinterher. Wir schaffen das schon, da sind die Pausen nicht so lang. Schließlich muss der Krieg ja auch gewonnen werden. Aha, gut, neue Gegner kann man sich durchsetzen, wie man seinen besten tötet wahrscheinlich. Aber einfach mal drauf schießen geht in der Regel immer. Tipp! Oh, Tipp! Armor enemies. Some enemies wear different levels of armor that protects us against non-magic attacks. Na dann. Oh, ich sehe schon, der macht kaum Schaden. Aber der Magier macht richtig geil Schaden dran. Das ist schon mal sehr gut. Noch so welche. Der Magier muss aufräumen jetzt. Oh je, die werden beide durchkommen, oder? Oh Gott sei Dank, die Kanonenkugel, die macht auch noch einiges in Damage. Schön, noch zwei, dreimal und dann ist gut. Jawohl, den einen haben wir schon. Jawohl, noch einmal, komm. Jawohl, haben wir geschafft. Yay. Nächste Welle, würde ich mal sagen. Tipp. Scheiße, auf die Tipps, ey. So, was machen wir hier? Noch ein bisschen davon. Bullseye. Sehr schön. Eine Bombe noch geschmissen, brauchten wir aber nicht wirklich. So, da kommen immer mehr Orks an oder was auch immer. Und wir werden hier alles verteidigen. Wir werden richtig hart kämpfen. Hier kommen wir in die nächste Welle. Holt sie einfach ran. Ist alles gut. Ja. Ihr kommt nicht so weit. Glaubt mal ja nicht. So, weg seid ihr. Ah, der eine lebt noch, aber ist kein Problem. Ja, New Power hier. Okay. Hui, bam. Okay, sehr gut. So kann ich meinem Turm ein bisschen helfen. Victory! Jawohl, ich habe den ersten Gegner scheinbar ganz besiegt. Machen wir einfach Continuen. Und dann können wir uns einfach wahrscheinlich den nächsten Gegner auswählen. Das war ja ganz einfach. Das hat ja gerade mal 4 Minuten gedauert. Dann machen wir gleich noch einen Gegner fertig. To battle. Okay. Ja, kommt mal an hier, komm. Boah, ich bin ein bisschen müde. Das ist echt unglaublich, wie müde man werden kann nachts um 1.27 Uhr. Aber gut. Na komm, macht sie fertig, ihr beiden Halunken. Gut gemacht. Archers ready. Jojo, immer mehr Goblins oder sonst was, oder Gnome oder was auch immer, kommen da an. Und schaffen es wahrscheinlich auch gleich. Nein, sie kommen gleich durch. So, da oben kommt schon die nächste Horde. Ich habe hier nicht so einen Sondereinsatz gerade. Juhu, bum, 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 bum.
Was ist das hier? Ach, machen wir einfach mal. Freedom! Gehören die jetzt zu mir? Oder was? Scheint so, weil die verbunden sich ja gegenseitig. Hm. Die Wahl ist, dass jemand vorbeikommt. Okay. Bullseye! Na, kommt schneller. Kann man sich irgendwie beschleunigen? Nee. Ja. Reinforce. Oha, das sind ganz schön viele. Ob wir die alle down kriegen, weiß ich nicht. So. Ja, da sind sie. Gut nach vorne gestürmt quasi. Kämpfen sie jetzt mit. Oh mein Gott. Die sind ganz schön schnell. Oh mein Gott. Oh oh. Los, die Hunde müssen sterben. Ja gut, die werden jetzt sowieso drauf gehen, das ist kein Problem. Jawohl, da haben wir ein paar Soldaten, die ein bisschen was aufhalten. Das ist ganz gut. Was man sich schneller machen kann, ist echt ein bisschen belastend. So, die kommen gar nicht mehr hier durch so weit, ne? Die Türen machen die alle vor, fertig. Ich meine, ich will mich da nicht beschweren, umso weniger muss ich kriegen, das ist auch nicht schlecht, aber... Das wird sonst irgendwann langweilig, wenn die nicht mehr durchkommen, das ist das einzige Problem. Oh, oh, ich habe hier noch genug Gold für den Tower, natürlich nicht. Doch, ich kann hier jetzt noch einbauen, okay. Archers ready und Feuer. Okay, ich denke, damit habe ich denen noch mehr geholfen. Genau. Erstmal die Prügelei in der Mannschaft anzetteln, gut. Freedom! Freedom! Die Einwohner sind ganz schön blutrünstig, ja, ja. Erst verteidigen sie vor den Wölfen, dann, wenn man sie raussetzt, schlachten sie die Wölfe alle ab. Unglaublich. So, jetzt hier noch mehr Wölfe kaputt hauen und dann noch die Pferde kaputt hauen. Oh oh, oh oh, oh oh. Tja, so, es sind ganz schön viele Leute hier. Da oben kommt noch jede Menge. Ah. Ich hoffe, meine Türme dezimieren das schon mal weitgehend. Egal, ich mache jetzt auch mal eine Punkteweitung wieder kurz, weil es wieder Tower Defense Spiel ist. Die Musik ist schön im Hintergrund, kann man sich anhören, 3 Punkte. Die Geräusche. Die verschiedenen Tower machen verschiedene Geräusche, die Leute machen zwischendurch auch nochmal Geräusche, ist also hörenswert. 4 Punkte. Aussehen, ja, ist sehr klein verpixelt, ist einfach sehr billig, einmal im Hintergrund geklatscht und die kleinen Mädchen braucht keiner genau zu erkennen. Deswegen 2 Punkte dafür. Idee und Umsetzung, ja, die Idee ist wie bei jedem TV-Tower-Defense-Spiel einfach nur ein Spiel für zwischendurch zu kreieren, was man einfach mal machen kann. So, was habe ich jetzt gerade jetzt gesagt? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Oh Mann, ich bin einfach zu müde. Vergesst einfach, was ich gesagt habe. Ah, wir werden sowieso jetzt gerade sterben. Wo war ich denn bei? Idee und Umsetzung. Achso, es ist ein Tower-Defense-Spiel, genau wie jedes andere auch. Da kann man nicht mehr viel Neues reinmachen. Ist keine neue Idee, nichts wirklich Individuelles, deswegen Victory. Oh, 2 Punkte hierfür. Und dann gehen wir für den Spielspaß. Ja, ein Tower-Defense-Spiel, die machen einige Leute sehr viel Spaß, andere Leute eher weniger. Mir macht es eigentlich relativ immer viel Spaß, wenn ich dann nicht so müde wäre wie jetzt. Und mehr Zeit hätte. Nein, ich weiß nicht, das reizt mich jetzt nicht besonders. Es gibt da nur 4 verschiedene Tower, das ist nicht so viel. Deswegen gebe ich für den Spielspaß hier auch nur leider 3 Punkte. Ein bisschen besser als das letzte Game ist es schon. So, dass wir auf die Wette kommen von 3, 4, 2, 2, 3. Und das macht zusammen 10, 14. Und, richtig? 6, 7, 10, 14. Genau, 14 durch 5 zu teilen sind 3, irgendwas hohes. Deswegen 4 Sterne für dieses Game. Was kann das sein? Nein, 3 Sterne für dieses Game. Bei 15, genau, das sind 2, irgendwas, genau, ja. 14 durch 5 macht 2,9 irgendwas wahrscheinlich. Deswegen gibt es hierfür aber dann 3 Sterne. Gut, 3 Sterne geben. Ich denke mal,
10 Minuten reichen auch. Ihr seht mich in den nächsten Videos. Wäre es schön, wenn ihr das verbreiten und teilen und Kommentare schreiben könntet. Wie gehabt, ne? Wenn es euch denn gefällt. Wenn nicht, dann nicht. So, wir sehen uns in den nächsten Videos. Bis dahin. Tschüss.